Moin, mein Name ist Ben und ich möchte heute mit euch eine Kleinigkeit kochen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir gucken einfach mal, was vielleicht bei euch da ist, noch im Kühlschrank, was im Garten wächst. Wir haben jetzt in dem Fall hier einfach ein kleines Sandwich. Wir wollen heute ein Sandwich machen mit gebratenem Spargel. Wir haben also ein Sandwich, wir haben den Spargel, bisschen Mayonnaise, Senf, paar Gürkchen, paar Semmelbrösel, gehacktes Ei und Kapern. Und hier haben wir ganz frischen Bärlauch. Das sind so die Zutaten, die wir für heute brauchen. Und da habe ich euch mitgebracht hier den Fire Stick. Das ist sozusagen der Hosentaschengrill. Wirklich zusammengeklappt, ein Hosentaschenformat. So. Und wie wir den Spargel jetzt zubereiten wollen, ist mit einer kleinen Grillpfanne, die es auch von Primus gibt, die ich sehr gerne verwende. Hier mache ich jetzt schon mal hier drauf. Ein klein bisschen Öl dazu. Dann haben wir hier so ein kleines Cutting-Set. Da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Brett, Messer. Dann kann man direkt loslegen. Als allererstes nehme ich mir mal den Spargel hier runter und mache einen schönen Schnitt in der Mitte, um den Spargel zu halbieren. Und jetzt können wir den Spargel hier schon mal drauflegen. Ein klein bisschen Salz dazu. So, der Spargel ist also am Brutzeln und wir können uns um das Sandwich kümmern. Das ist also einfach ein Toast. Und ich habe hier, wie gesagt, ein bisschen Mayonnaise und ein bisschen Senf. Das vermische ich jetzt ganz kurz hier ein bisschen. Und dazu kommen zwei Blätter ganz frischer Bärlauch. Den schneide ich relativ grob runter. Ich habe jetzt durch die Kapern dann später ein bisschen Säure. Wem das zu wenig ist, der kann gerne auch noch ein bisschen Zitrone dazu machen. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. So, und ihr seht, der Spargel ist hier schön am Brutzeln. Dem geben wir noch eine Minute. Jetzt fangen wir mal hier an, das Sandwich zu bestreichen. Immer eine Schicht von der Creme und dann kommen ein paar Scheiben Gurke, dann kommt wieder ein bisschen Creme, dann kommt wieder ein bisschen Gurke, so abwechselnd. Jetzt drehen wir den Spargel um und an der Stelle, ah, guck mal, haben wir ein schönes kleines Grillmuster schon drauf. Und an der Stelle kommen die Kapern ins Spiel. Die lege ich nämlich hier noch mit auf die Grillpfanne, dass die nochmal so einen kleinen Crunch bekommen. So. Ein bisschen Salz. So. Das kann jetzt hier noch brutzeln und in der Zeit machen wir unser Sandwich fertig. Jetzt kommt das gekochte und gebröselte Ei hier oben drüber. So, und ein bisschen was von den Bröseln. Das sind jetzt einfach geröstete grobe Semmelbrösel. Das mache ich hier mal aus. Die Pfanne kann runter. Der Spargel, der ist jetzt noch schön knackig, hat aber ist trotzdem angegart, genauso wie er sein soll. Legen wir hier jetzt mal zusammen. Und jetzt kann man den hier schön runterschneiden. Und ganz am Schluss kommen noch die gerösteten Kapern dazu für die Frische und die Säure. So. Und fertig ist das Spargel-Sandwich. Guten Appetit!